Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir den kompletten Untergrund fertig gemacht und wir machen aus den letzten Kämpfen eine Sweepshow. Keine Peepshow. Das würde man ja auf anderen Seiten dann hochladen, würde ich mal behaupten. Danke für den Hyperball. Halt! Ach, ich kenne ihn aus dem Fleckmornbrunnen. Dort hast du unsere Pläne schon einmal veraltet. Ah, verstehe. Du legst es wohl darauf, unseren Zorn zu provozieren. Nun gut. Ganz wie du willst. Spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Nummer 2. So, die Fledermaus ist weg. Was lernt man daraus? Kriminalität lohnt sich nicht am Ende. Am Ende des Tages werden sie alle geschnappt. Du hast mich da in die Enge treibst, hätte ich nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein Inter ist. Ja, ich weiß, dass Schlammbäder gesund sind. Brauchst du mir nochmal extra mitteilen? Ach, verflixt und zugenäht. Nicht fluchen. Sag nur, dass ich es tue. Nicht mal vergiftet hat er es bekommen. So. Tja, du fährst ein. Mich magst du besiegt haben, doch im Endeffekt siehst du damit bloß den Zorn von Team Rocket auf dich. Was ich mache, kann dir Latte sein. So, du fährst schon mal für 5 Jahre ein. Ach, ich kenne dich aus unserer Basis in Mahagonia City. Damals hast du mich besiegt, aber nun wird es nicht so einfach haben. Hehehe. Diesmal bist du ganz allein auf dich gestellt. Kinder wie dich schaffe ich mit links. Ich rate dir, zieh dich mal an. Ach, Athena. Silvers Mom. Vorstand Athena. Aha. Er hätte mal aufpassen sollen. Ach, bock, bock. Und die Flor. Oh, Mega Drain, wie süß. Dieses Pokémon allein wird meinen Sweep nicht aufhalten. Dann kann es noch so oft Mega Drain. Und zwar irgendwann. Aber nicht jetzt. Jetzt kommen die Eiszähne durch. Adios, Giflor. Weg mit dir. Und Kramorx. Hey, was soll das werden, wenn es fertig ist? Das ist ganz klar. Habe ich doch gesagt, im Pagato-Sweep. Habe ich doch gesagt, mit einem Pagato-Sweep. Laufschlappen auf. Ich habe 100% gegeben. Wieso hat das nicht gereicht? Ich kann mit der Kohle. So. So, mal wieder ein Item bekommen. Ja, das wird so, ist auch so ein Meme. Und man ist gerade dabei, alles wegzuklatschen.
könnte man anrufen. Ach, übrigens, ich habe ein bisschen Geld von dir in die Hand genommen. Es tut mir leid, zu sehen, wie jemand so viel Talent hat und es nicht für Betat einsetzt. Wie Leute wie du werden wohl niemals begreifen, was zum Rocket so großartig macht. So schade auch, deine Stärke hat mir imponiert. Das Masse ist da klasse. Silber hat recht. Aussichtsplattform. So, da findet jetzt der letzte Kampf statt gegen die einen. Wir brauchen nochmal die Catchphrase von Maximilian Pollux. Grüße gehen raus. Gegen einen Gangster. 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 Und der wird mindestens 7 einfahren. So, die zwei werden einfahren und er mit. Obwohl, alle werden einfahren. Sieh mal einer an, du hast es endlich bis hierher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Und wenn wir das tun, wird sicher auch Giovanni wieder von seiner Lehr- und Wanderreise zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Glanz zurückfinden. Du kommst ihm dabei nicht in die Quere. Atlas, vergiss es. Dich zerlege ich im Schutt und dich nehme ich mal im Alleingang auseinander. Sag ich doch. Selbst wenn er ein Pagat in die Luft jagt, macht ihm nichts. Und ein Houndoom. Du bist vielleicht hartnäckig, aber uns wirst du nicht aufhalten, nicht solange Giovanni nicht von unserem Comeback erfahren hat. Och, süß, eine Finte. Kannst du mir doch was anderes aus den Leuten auf die Nerven gehen? Schlimmer als kein. Schlimm, schlimm, schlimm. Also, das ist doch lächerlich. Im Pagato sieht das anders. Es ist lächerlich, dass ein Impagator 8 Pokémon alleine kaltgestellt hat. Naja, 10 mit den 2 im letzten Part. Level 40! Atlas wurde besiegt. Nein, vergib mir, großer Giovanni. Ich kann's nicht glauben. Alles ist vorbei. All meine Träume sind geplatzt. Ich war wohl doch nicht gut genug. In Ordnung. Hiermit löse ich den Rocket auf. Genau wie es einst Giovanni tat. Leb wohl. Und er fährt ebenfalls ein. Was lernen wir daraus? Kriminalität lohnt sich im Endeffekt nicht. Also... Dementsprechend, wenn ihr gegen das Gesetz verstößt, im Sinne von Straftaten, wird euch die Freiheit entzogen. Das heißt, da könnt ihr nicht entscheiden, wann stehe ich auf, wann geht's zur... wann mache ich was. Das kann man dann nicht mehr. Und dann ist das alles komplett getaktet. Und du hast keinen Einfluss drauf. Oh, du hast ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Mit deinem tapferen Haken hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, jemand du, wie du bist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Die Buntschwinge. In die Tasche. Diese Buntschwinge wurde an der Spitze des Turms, der hier früher stand und der später dann zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde, entdeckt. Mit Hilfe der Buntschwinge kannst du in Teak City den Glockenturm erklimmen. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus Anemonia City erzählt. Gut, dann will ich mich langsam wieder in mein Büro zurückziehen. Mach's gut. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte aus Anemonia City auch sagte, selbst wenn man mit der Buntschwinge den Glockenturm erklimmt, sei es noch nicht lange genug, um das legendäre Pokémon zu sehen.
Sie meinte, man benötigte noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen? Oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Was, wie war es noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik im Bahn antäuschen. Alles klar, ich gehe jetzt wirklich zurück in mein Büro. Ja, da hätte ich auch immer Spaß. Ein paar Verbrecher des Lebens zur Hölle zu machen, da hätte ich auch meinen Spaß. Tja, mein Großer, hätte ich auch meinen Spaß gehabt. Vor allem dafür zu sorgen, dass drei Vorstände mal eben einfahren. Einfahren ist ein Synonym für ins Gefängnis gehen. Oder in Bauwandern, wie auch immer. Dann können wir gleich mal gucken. Wenn wir gerade dabei sind, die ID-Lotterie. Natürlich schaue ich mir die heutige Glücksnummer an. Mit Ingame-Tauschen könnte ich es beeinflussen. Und wir haben Pech. It doesn't matter, weil da, wo wir jetzt eh hin aufbrechen, können wir uns noch ein paar Level-Ups einsacken. Lalalü. Bim, bim, bim. So, mein Team ist wieder komplett heile. Nach dem Kampf aber auch nicht verwunderlich. So, geht der mir jetzt auf... Nee, der lässt mich jetzt einfach durch. Ach, der will gleich kämpfen. Oh, gut. Ich werde gewinnen. Hundertprozentig. Glaube ich nicht. Selbst wenn ich langsamer bin, ich schaffe es, den Vogel immer noch zu leechen. Nachtnebel könnte mir aber bald echt noch zum Problem werden. Oder auch nicht mehr. Oh, Kadabra. Nice, Konfusion blockiert, danke. Zwingt mich ja quasi zu auf Stärke zu gehen. Ach, und baut sich ein Reflektor auf. Ja, würde ich auch erstmal machen. Weil es kein Konzentrator oder Synchro haben. Ich lege es jetzt aber auch nicht drauf an, das rauszufinden. Oder doch? Nö. Ich lege es nicht drauf an, es rauszufinden. Zieht Owei 21 HP ab, so viel wissen wir. Okay, 21 bis 24 in der Range.
gut, dass ich den geleacht hab. René wurde besiegt. Ah, eine schockierende Niederlage. Tja, würde mich auch nicht wundern. Weil Ova ist auch vom Typ Pflanze Psycho. Erstmal hole ich mir den Topschutz. Und dann schüttle ich den mannshohen Baum. Nix. Und einen Hyperball. Nehme ich alles mit. Ich mach's mal ihm. Ich tue alles, um seine Pokémon in die Finger zu kriegen. Ah. Ja, ein Rihorn. Auch süß, Tempo runter. Übrigens konnte ich die Runde nutzen, um es ein bisschen zu sieben. Alter. Dann wirst du das Tempo noch senken. So, jetzt lass die Konfusion mattern. Okay, minus 6. Gut. Wenn ich mir dazu sagt man so, sagt man so schön. Ah, so ein tolles Pokémon-Team hätte ich auch gern. Tja, dumm gelaufen. Oh nein! Na, besten Dank, es ist mir das Quapsel durch die Lappen gegangen. Das schreit nach Genugtuung! Ach, ein Angler? Alfred. Alfred, Shellquack, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Boah. Wäre nice, wenn du es ziehen könntest, Owei. Boah, jetzt hat die Konfusion gemettert. Oh, geht doch. Der blöde Goldfisch, kann er mal das Ausweichen aufhören? Ja, geht doch. Weil ich bevorzuge es, mit einer Leech Seed-Taktik zu arbeiten. Weil es nämlich dann ein... Weil mir dann der Schaden wenigstens nicht so ins Gewicht fällt. Da kann ich Owei drin lassen. Und es ist relativ das kleinste Übel. Weil es der Schaden, der durch die Konfusion angerichtet wird... Auch, relativ. Auch wenn jetzt noch ein Dreschflegel oben drauf kommt. Ah, noch ein Goldini. Erstmal natürlich eine Aquawelle.
geht doch. Ich habe echt bald keine AP mehr auf Leech Seed. Ah, gut, dass die keinen Schnabel jetzt beherrschen auf dem Level. So, noch andere Attacken übergegangen sind. Aquawelle, Hornattacke. Soll Leute geben, die sich drüber freuen. Und natürlich ein gewisses Eier-Pokémon, was jetzt gerade schick im Level steigt. Es ist zwar nicht das schnellste, der Leech hat gesessen. Oh, bei der Konfusion sollte echt mal die Verwirrung mettern. Was bin ich froh, dass ich hier Leech siede. Alfred wurde besiegt. Mir reicht's langsam. Ja, haben wir auch. Ich muss zugeben, der Kampf war gar nicht so schlecht. Doch. Dazu beim Angeln ziehe ich von Zeit zu Zeit Items an Land, dass die Leute ins Wasser geworfen haben. Das nächste trete ich dir ab. Ah, klar, komm, hau raus. Bin zwar nicht die Auskunft, aber ey. So, die Trainer hier haben wir alle. Nun können wir uns ja schon mal Richtung... Hast du schon von den legendären Vogel-Pokémon gehört? Ja, Arctos, Zapdos, Lavados, von den drei habe ich gehört. Ich hatte schon öfters mal in Let's Plays gewollt zu fangen, aber ich war zu faul und es gibt keine Form davon. Weitere Informationen? Gut. Ach, und ein Tauburger hat der Junge noch. Ja, komm, stampf von dem Boden den Vogel auch noch einen Grund am Boden. Ciao, Tauburger. So, ein Arno wurde besiegt. Puh, du machst keine halben Sachen. Ist ganz schön stark, aber ich will mich nicht einfach verdrücken. Ich weiß, gibt's mir nur mal. Wir werden uns wiedersehen. Ja, das werden wir. Gehen wir hier erstmal auf den Eispfad. Uah, Kälte. Mag ich gar nicht. Kälte mag ich gar nicht. Und da müssen wir uns jetzt durchschlagen. Da hatte ich als Kid nach Tick City immer Probleme. Und zwar nicht gerade wenig. Nehme ich. So, und quatsch mal mit dem Herrn da oben. Das Item, was da drüben lag, war eine VM, stimmt's? Eigentlich gehört's ja mir, aber ist schon gut. Keine Sorge. Wer findet, darf's auch behalten. Ich schenke sie dir. Sie enthält Kaskade. Kannst du erstens Lust Wasserfall erklimmen? Ich? Doch, bevor ich einen Wasserfall hochklettern brauche, brauche ich erstmal neue Schuhe.
Boah. So, wie hat's mein Trainer mal gesagt? Sollte dir zu denken geben. Und genau mit den Worten werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich glaube, ich sehe da wieder einen Durchmarsch in der nächsten Arena von einem gewissen Pokémon. Dann sage ich bis dann. Ciao, ciao.